Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zum Carforce Sales Simulator, Freunde. Sponsored by natürlich allen Steadys und allen Zuschauern da draußen, die immer wieder schön reinlunzen hier beim Alten Kreis. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und Freunde, wir starten heute mal ganz elegant durch, kaufen einfach ein paar Autos. Ja, in der Stadt, würde ich sagen. Mach mal ganz elegant. Ja, ich soll gar nicht so viel rumtunen und so. Ich soll die Karren einfach kaufen. Soll die reparieren und dann weiterverkaufen. Strategien wurden angenannt. Ich soll den doppelten Preis einfach verlangen und dann gucken, was rumkommt. Und ja, schauen wir mal, ob das geht. Wir wollen uns ja auch irgendwie Geld, ne? Hey, Brudi, wenn sich das Auto verlieben, werde ich das? Keine Ahnung. Soll ich da jetzt noch Geld reinpumpen oder nicht? Schnäppchen, keine Ahnung. Ich biete mal 10.000. Angebot. Komm, wir machen mal ein Schnäppchenangebot. Dieser Preis liegt unter meinen Erwartungen. Dann vielleicht, machen wir mal 10.800. Komm, schauen wir mal. Jetzt hau mal einen raus hier. Hau mal einen raus. Kreis Cars. Ich denke. Okay. So, dann brauchen wir das Auto gar nicht. Guck dir mal die Felgen an. Was ist mit dem Reifen los hier? Okay, da hätte ich vorher vielleicht doch mal gucken sollen. Passt der Reifen da überhaupt rein in das... Alter, was hat die da für Felgen draufgeknallt? Was ist denn das, Alter? Oh, Mann. Okay, Leute, wir düsen los. Wir bringen die Karre erstmal nach Hause hier. Das ist irgendwie so ein Deluxe-Leichenwagen oder sowas, Alter. Der geht ja richtig steil. Der Driftcar, Alter. Oh, oh, oh. Uff. Fahren wir hier durch den Park. Ich bring die Karre erstmal zum Reparieren. Dann gucken wir mal, was drin steckt. Jetzt weiß ich gar nicht, was habe ich wieder bezahlt? 10,8 oder so? Das sehen wir ja dann. Sehen wir ja dann. Oh, diese Rampe da hinten, die reizt einen ja schon. Muss ich ja einfach mal so sagen. Die Rampe reizt einen ja schon. Aber ich... Oh. Ich versuche so halbwegs gesund hier einfach mal abzukürzen. Ohne großen Crash zu machen. Oh Gott. Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, ja, ich darf hier langfahren. Ich bin quasi der Chef des Spiels. Ist überhaupt kein Problem. Ich bin der Chef von Kreis Cars. Wir... Oh, oh, oh. So. Dann bringen wir den mal zum Repairing. Hallo. Hallo, was ist denn da los? Hallo. Aufmachen, bitte aus dem Weg. Dankeschön. Meine Güte, ey, das ist ja hier... So, Motor aus, aussteigen. Du Klausius, ne? Was guckst du mal hier? Zurück links Kloflügel. Ansonsten sind Sachen gestrichen, aber ist okay. Wir reparieren den. So, lassen wir den mal fit machen. Und dann schauen wir mal, ne? Büro ist schließen, also müssen wir Büro mal ist öffnen setzen. So, du hast immer noch nichts, ne? Du hast... Kein Metall hier. Der Schrottplatz funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Da ist nie was. Ich habe noch nie... Also, das eine Lenkrad oder die zwei, die wir gefunden haben. Ich meine, was bringen die am Ende des Tages? Da legst du doch nur ein Ei. So. Hat da einer gehupt? Ich weiß nicht, das sieht aber auch kacke aus, ne, wenn das Auto so rumsteht. Das ist auch... Irgendwie die Lenkung macht komische Geräusche. Oder der Motor, der hat so ein komisches Summen drin. Weiß ich ja nicht, ob das cool ist. Aussteigen bitte. Danke. So, ja, wir machen mal öffnen, aber wir haben es eh noch nicht... Wir haben die Anzeige ja noch nicht geschaltet. Ah, wir hätten noch Bier, aber wir putzen erstmal. Jetzt putzen wir erstmal ganz in Ruhe die Karre. Wir machen die schön sauber. Reinige einen schmutzigen. Ja. Das sollten wir immer machen. Ne? Also ich mache die Autos, ich mache mehr die Autos in dem Spiel hier sauber als mich selbst. Das ist schon immer ein bisschen merkwürdig, ne? Aber am Ende des Tages muss das halt irgendwie... Muss das halt irgendwie gehen. So, wie sieht's aus? Alles sauber, Dach ist sauber, hier ist alles sauber, ja, sieht sauber aus.
Okay, gut. Dann Tablette. Machen wir noch Kameras mit Fotos mit unserer Tablette. So. Machen wir noch hier schön. Von hinten. Schön. Schön. Und nochmal hier so den Innenraum. Machen wir auch nochmal fertig. So. Jetzt gehen wir an den Computer. Jetzt verticken wir das. Ich habe aber hier, Sie können Fertigkeit. Autoverkaufspreisfinder haben wir nicht. Ne? Posttitel. Leichenwagen XL. Mit fette Felge. So. Leichenwagen XL mit fette Felge. So, wo ist er denn? Wo ist denn der Leichenwagen XL mit fette Felge? Da. Da haben wir eins. Dann habe ich den noch einmal von hinten fotografiert. Dann haben wir noch einmal hier den Innenraum. So, was haben wir reingesteckt? 11.000 ungefähr. So, ich setze jetzt mal einfach 20.000 an. 20.000. Bam. So. Pff. Na toll, ist die Butze schon wieder zu. Ist die Butze schon wieder zu. Ach ja, meine Güte. Was will man machen, ne? Gehen wir auf die große Reise. Ich würde sagen, wir schlafen einfach in die Bar. Ich soll nicht mehr in die Bar. Die Leute haben gesagt, Kreis, geh nicht mehr in die Bar. Ne? Und jetzt machen wir das auch nicht. Machen wir das auch nicht. Ja, aber es ist auch schwierig mit der Bar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist, wenn du da ein Suchtproblem hast, ne? Mit dem Bier und dem Glücksspiel und so, musst du dich halt auch davon fernhalten und dir auch neue Freunde suchen, die dich da nicht immer wieder mit reinziehen. Weil sonst kommst du ja nicht raus. Das ist ein ewiger Kreislauf. Auktion. Nee, Auktionen brauchen wir nicht. Auktionen brauchen wir nicht. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz in der Nachbarschaft vorbei. Einfach um zu gucken, ob wir vielleicht noch ein Auto finden, was wir verscheppern könnten. Hier, was ist denn hier noch mit dem Kleinen hier? Das ist so hier so ein kleiner, flitziger Flitzer. Der will 23.000. Nö, danke. Kann ich mir nicht leisten. Ich brauche halt irgendwie was, ne, so Schrottiges noch. Richtig schön Schrottiges, wo man halt mal eine Mark 50 reinstecken kann. Ne, was willst du haben? 19.000 können wir uns gar nicht leisten. Ne, guck mal hier, das ist doch hier so ein schöner, der ist an der Tür, der ist überall kaputt. Der hat es so richtig verkackt, der Wagen. Aber ich kann mir den nicht leisten. Alter, der ist doch richtig am Eimer. Den will doch niemand mehr haben. Sorry, aber entschuldigen Sie mal. Ich laufe hier auf der Straße. Können Sie mal ein bisschen Rücksicht nehmen? Immer diese. Ne, das sind die Leute, die selber irgendwie mal, die immer, ne, man muss Rücksicht auf die Fahrradfahrer und die Fußgänger nehmen, das weiß ich. Ich habe auch mal einen Führerschein gemacht. Ja, natürlich, klar, aber wenn du einfach vor mir, 3 Meter vor mir auf die Straße springst, ne, da kann ich auch keine Rücksicht mehr nehmen, weil ich es nicht gesehen habe. Das ist echt schwierig. So, dann ist hier sehr schmutziges Büro. Wir den Müll nochmal wegwerfen. So, Büro öffnen. So, jetzt muss ich trotzdem nochmal einen Waschlappen in der Hand nehmen. Hä? Ja, weil das Auto heute Nacht, da haben wieder der, keine Ahnung, die Nachbarn, die treiben es hier auf mein Auto. Das ist echt unangenehm. Finde ich nicht in Ordnung. Aber wir wollen den ja für das Doppelte verticken, wie wir ihn gekauft haben. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen ranputzen. Ne? Da muss er gut aussehen. Aber da haben wir schon einen Interessenten. Haben wir schon einen Interessenten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann bei ihm der Preis lockt. Ne? Ob das Schmutzding wegmachen, ob das überhaupt was bringt. Nein. So. Hallo. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Sie sind bei Kreiscars. Willkommen. Oh, ich muss denken. Der Preis ist für mich hoch. Können Sie ihn auf $14.000 senken? Ich sag mal 16. 16.000. Er denkt, 14.1. Dann sag ich 15. Komm, für 15.000, das ist, ne, Sie sehen auch schon aus wie so ein Leichenwagen XL-Fahrer. Und was soll das hier sein? Ein Schnurrbart? Alter, wir haben ihn verkauft. Wir haben ihn verkauft. Ist weg. Ist weg. Alter, ich brauche ein neues Auto. Ich muss ein neues Auto holen. Für 21.000 haben wir, ne?
Jetzt, wir arbeiten uns hoch. Ihr seht, wir arbeiten uns hoch. Wir werden bald zu den Rich Dudes gehören. Wir werden bald zu den Rich Dudes gehören. Kreis Kars wird ganz, ganz oben stehen. Kreis Kars, alle werden bei Kreis Kars kaufen. Denn Kreis Kars ist Qualität. Das K steht für Qualität. Oh, guck mal hier, der ist ja völlig zerrutzelt hier. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Was willst du denn haben? 24.000? Nee. Nee, da falsche ich nicht rum. Der geht sowieso nicht so weit runter, weil ich bin halt nicht so der Falscher. Ich bin halt nicht so der Falscher. Gucken wir mal, was hier, was... Oh, nee, der ist bestimmt mega teuer. Der sieht mega cool aus. Da hätte ich auch Bock drauf, ne? Auf so einen Ford Ranger Raptor. Oh, guck mal. 14.000? 270? Ja. Da biete ich doch mal 13.000 an. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Falscher. Ist nicht zufriedenstellend, das Angebot für dich. 13.500? Ah, oh, ein höheres Angebot. Okay, dann 13,8. Ich will einfach ein bisschen handeln. Na, auf Dauer bei 100 Autos. Eine Minute, du hast viel. Okay. Alles klar, Leute. Da kommt der Nächste. Boah. Boah, der kommt ja gar nicht aus dem Arsch. Sie haben Skillpoint. Okay, ich habe einen Skillpoint. Dann wir machen, gucken auf Skillpoint. Ich bin falsch gefahren, oder? Ach, ist egal, fahre ich einfach hier. So sieht's aus. Da hinten ist Auto Repair. Oh, ich will aber nicht zu viel repairen. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Läuft gut, läuft gut. Den habe ich so gekauft. Tut mir leid. So, dann einmal hier in die Reparaturwerkstatt. Motor aus, aussteigen. Hoppala, ey, das ist ein Auto, Junge. Ah, Kotflügel, die sind ein bisschen kaputt. $500. So, sie haben Skillpoint. Dann müssen wir mal gucken, was machen wir denn? Besser feilschen, besser putzen. Ich würde sagen, besser feilschen. Geht's erstmal ans Geld. Und dann auf Fahrzeuge nehmen weniger Schaden, wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Für meinen Fahrstil, den ich da heute an den Tag gelegt habe. Aber hey, meine Güte. Leute, ne, man muss das Auto auch mal ein bisschen testen. Das ist ein Geländewagen, ne? Und wir wollen auch mal testen, ob da sein Gelände, ob das auch richtig schön geländert ist. So. Ja. Sieht gut aus. Oh. Oh. Entschuldigung. Sie haben da was vergessen. Ich muss noch mal kurz rüber in die Werkstatt fahren. Du, da... Was da hinten am Kotflügel? Da hast du was vergessen, ne? Hast du das gesehen? Dann musst du noch mal ran, ne? Ist kein Problem. Ich zahle das natürlich auch. Ist klar. Das ist kein Problem. Irgendwas ist mit dem Kotflügel nicht in Ordnung. Da musst du echt noch mal ran, ne? Da ist irgendwie eine Beule drin. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie die... Keine Ahnung, du. Das ist immer schwierig. Und da war dann so ein Wattipi. Das ist dann hier... vor mir irgendwie auf die Straße gehüpft und so. Und ja, keine Ahnung, ne? Das ist halt auch blöd. Hier ist viel Wildwechsel und sowas.
So, jetzt fahren wir nochmal. Der war ein bisschen schnell. Der rollt irgendwie auch schnell, der Wagen, ne? So, siehste, aussteigen. Dann machen wir noch schnell Fotos, würde ich sagen. Kamera, zack. Speichern. Hier Innenraum. Das könnte jeder Innenraum sein, weiß man halt nicht. So, hier von hinten mal die Nahaufnahme. Schön den Frunk, den Trunk. So. Ja, ne, machen wir schnell rein. Es ist 4.20 Uhr, vielleicht kommt heute noch jemand vorbei. Ein Doge. Dicker Dogge 2000. Dicker Dogge 2000. Wo ist denn Dicker Dogge? Ich habe doch irgendwo den Innenraum fotografiert auch, ne? War es das hier? Das könnte jeder dämliche Innenraum hier sein, ne? Ich glaube, der ist es. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ist mir auch egal. Hier, das Ding noch rein. Wo ist er denn von vorne? Da. Wunderschön. So, 13. 14, 5, sagen wir jetzt mal grob. Dann setzen wir ihn für 28. Ich setze ihn für 28 rein. Nicht für 0,2, für 28.000. Einfach schön hoch ansetzen, die Preise. Schön hoch ansetzen für 28.000. Packen wir ihn rein. Ne? Dann holen wir uns noch ein Schwämmchen und machen noch ein bisschen sauber. Und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht kommt ja heute noch einer. Reinigte einen Schmutzigen. Denn er war Auto-Jesus. Na du, willst du ein Auto kaufen? Du, ich sag mal, ich weiß nicht, wann es dunkel wird. Also lass mal nochmal quatschen, schnell. Ah, so, 28.000, ne? Er denkt nach, 22.000. Sagen wir mal 24, komm, 24. Oh, ich muss denken. Zack, Alter. 24.000, wieder ein Auto verkauft, Leute. Wieder ein Auto vertickt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an, wir sind richtig krass drauf. Wir sind richtig krass drauf. Büro ist offen. Nee, für heute machen wir zu. Wir haben 30.000 in der Tasche, Alter. Na komm. Wir gehen zum Feierabend, würde ich sagen. Ich weiß, ich soll ja nicht. Aber ich habe zwei gute Deals heute abgeschlossen. Na du, alles gut hier auf dem Schwarzmarkt? Ja, läuft auch nicht mehr so gut die Geschäfte, ne? Aber ist kein Problem, du. Ich habe alles, was brauche, ne? Ja, ne? Und ansonsten, wie machst du das sonst so ohne Schwarzmarkt? Verkaufst du auch auf dem Weißmarkt? Ha, hast du bestimmt nicht zum ersten Mal gehört, ne? Naja. Ah, oh, Leute. Ah. Oh. Du Harry, wusste gar nicht, dass du heute hier ein Kellner bist, du. Machst du mir mal hier so einen Pulled Pork. Ne, mach mal so einen Pulled Pork Aperillo. Und dann leg mal richtig ordentlich auf da, die heiße Scheibe, ne? Ich hab richtig Bock heute. Ich hab heute zwei Autos verkauft, du. Ich bin ja hier jetzt der bekannteste Autoverkäufer eigentlich in der ganzen Stadt, ne? Schön Kreis Cars, kennt jeder. Cars steht für Qualität. Ja, ist jetzt so mein neuer Werbespruch, ne? Den habe ich jetzt, versuche ich zu etablieren, ne? Kannst du auch gerne, wenn du hier meine Karten verteilst oder so, wenn du sagst, ey, mal für ein schönes Tuning-Car oder so, die Frau da, ne? Kommen Sie zu Kreis Cars. Hallo? Hallo, ich will nicht zu aufdringlich sein, aber kommen Sie bitte bei mir ein Auto kaufen. Ja, bitte. Ich habe jetzt gerade noch keins da, aber das mindert nicht die Qualität der Fahrzeuge. Ich kaufe nur die besten Fahrzeuge ein. Ja, komm, was ist denn hier los? Komm. Komm, spielen wir mal. Spielen wir eine kleine Runde für ein paar Mark 50 hier. So, siehst du? 10, 20, haben wir schon verkackt oder was? Ja, zack, gewonnen. So. Nee, das reicht. Abfahrt. Hier, so geht das nicht weiter. So geht das nicht weiter. Einfach nur mal einmal reingelohnt, ne? Ein bisschen Gewinn gemacht. Das ist doch gut. Guck mal, hier was getrunken, ein bisschen gespielt. Das ist doch kein Problem, ne? Das ist doch Freizeitbeschäftigung. Das hat mit Sucht nichts zu tun. Ich kann jederzeit aufhören. Jederzeit. Jederzeit, Leute. So,
So, geht's ab zum Container. Ah, Mann, unser schöner Wohncontainer, du. Ich freue mich immer. Ich freue mich immer. Ich schlafe auch schön mit offener Tür, ne, damit das auch da wegen die Mücken und so. Ich mag Mücken, ne, da müssen viele Mücken müssen reinkommen. Das ist schön. Macht richtig Spaß mit Mücken. So, haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, ist heute Automarkt oder so? Ja, Automarkt ist geöffnet. Dann fahren wir zum Automarkt. Müssen wir morgens los? Das ist wie bei jedem, so, guck mal hier. Oh, was ist das denn, du? Du, ich nehme 26 Brezeln, 14 Hotdogs und 23 Mskist und eine Coca-Cola nehme ich auch noch. Aber nur eine Light, ne? Ich muss auf meine Linie achten. Dankeschön. Mach das fertig, ich kaufe ein Auto in der Zeit. Oh, was ist denn das hier, du? Guck dir das mal an. Oh, der ist ja richtig kaputt. 354.000, willst du mich also? Der ist doch kaputt. Da ist doch nichts mehr. Das kannst du dir selber verkaufen, das Auto. Meine Güte. Oh, der sieht auch schick aus. Der sieht auch schick aus. Das ist doch hier so ein Locust, oder wie der heißt. 361.000. Junge, Junge, Junge. Ihr habt aber auch merkwürdige Preisvorstellungen. So, was ist denn hier mit der Familienkarre? 41.000? Ne, mach ich nicht. Kannst du vergessen. Nehmen wir mal hier, was ist das denn? Dreier oder was? So, 66.000. Ey, seid ihr alle bescheuert, oder was? Wie sieht's denn bei dir aus hier? Komm. Ich dachte, jetzt habe ich mal die Taschen voll. Und dann verkauft ihr hier nur den. Das ist doch lümmelig. Das ist doch lümmelig. So, guck mal hier, ein Audi. Ein Audi. Ein Audi S4. So, für 13.000. Dann versuche ich aber nochmal runterzuhandeln. Gehen wir mal für 12 rein. Ich bin jetzt auch noch nicht so der Superschnäppchen-Mensch. Ja, so. Der ist nämlich richtig kaputt. Da müssen wir noch was reinstecken und reparieren. Aus dem Weg, aus dem Weg. So, Büro ist schmutzig. Aber es macht nichts. Aber der fährt ganz gut, ne? Der kommt ganz gut rein hier. Wow, Alter, guck dir das an, ne? Da ging aber Treibstoff jetzt durch die Düse. So, Leute, kriege ich jetzt auch mal Rabatte hier eigentlich? Ich bringe ja jeden Tag Autos vorbei. Ihr müsst mir doch auch mal irgendwie entgegenkommen, Leute. Kann ja nicht sein. Ich bin hier der Arbeitsbeschaffer. Linke Tür und Dach ist kaputt. Was geht doch noch? 440, steck mal rein, ne? Ja, mach das mal fertig. Ja. Ja, Klausi, du. Oh, mein Bier ist alle. Mein Bier ist alle, du. Ja, ich guck noch mal. Ich guck mal, ob du das auch da alles richtig machst, ne? Das ist natürlich hier, ich kenne mich da auch aus, ne? Ich habe da YouTube-Videos. Ah, ey, das muss wirklich als so Mechaniker oder Handwerker oder so, ne? Muss das echt das Schlimmste sein, was es gibt. Auch so, wenn bei dir einer, was weiß ich, die Spülmaschine oder Waschmaschine reparieren kommt oder, ne, der Typ, der irgendwie die Verstopfung im Klo löst und wenn dann so ein Kunde, der halt so daneben steht und die ganze Zeit so beobachtet und einen vollquatscht. Ich weiß, das ist, man will dann auch nicht unhöflich sein, wahrscheinlich so, ne? Wenn man da so in so einem Service arbeitet, ne, man will dann wahrscheinlich auch nicht unhöflich sein und vielleicht ist man an manchen Tagen, hat man ja auch irgendwie coole Leute, ne, mit denen man irgendwie cooles Zeug quatscht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfacher wäre, wenn du jetzt sagst, ja okay, hier, das ist die Waschmaschine, bitteschön, wenn was ist, melden Sie sich, ich sitze oben oder, ne, keine Ahnung. Ich glaube, dass das angenehmer ist für den. Boah, Leute, jetzt geht's ab hier, Junge. Der Wagen brüllt ja richtig. Büro ist schmutzig. Wo denn? So. Lappen. Vielleicht, wenn man ein sauberes Foto macht, ihr wisst schon. Ich sehe schon so, doppelter Preis, es läuft irgendwie gut, ne? Doppelter Preis zu nehmen. Was ist doppelter Preis? Ist das so eine gängige Autohändlermethode zu sagen, oh, ich habe den jetzt angekauft für 3.000. Ich setze ihn einfach erstmal für 6,5 rein. Vielleicht kauft ihn einer für 5. Es ist so. Bei mir ist halt das Problem, dass ich das nicht könnte. So, ich bin kein guter. Ich kann nicht gut verhandeln. Kann ich halt einfach nicht. Ist nun mal einfach so. Also im echten Leben noch schlimmer, wenn du da vor so jemandem stehst, ne?
der das richtig drauf hat, der das auch, weiß ich nicht, kulturell halt einfach mehr lebt. Das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist nun mal einfach so, dass so, wenn du mit Südländern verhandelst, ne, so, die haben einfach die Geschick. Die sind einfach stärker bei sowas. Da kann man nun mal so sagen. Ist nun mal so. So, naja, schönes Foto hier, speichern. Nochmal von hinten eins. So, speichern. Connecticut, hier nochmal das schöne Holzinterieur nochmal ein bisschen hervorheben. Und dann geht das, ne? Dann geht das, Leute. Dann machen wir das noch. Gucken wir mal, ob wir den Deal noch abschließen können. So, welcher ist denn das? Der hier. Das Holzinterieur haben wir auch. Nochmal von vorne. Posttitel. Es ist ein Auer, die Wald. Ein Auer, die Waldfee 100. So. Den haben wir für 12,5 ungefähr. Ja, dann setzen wir einfach mal 25 an. Setzen wir einfach mal 25 an. Zack. Fertig. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Vielleicht machen wir, beim nächsten Mal setzen wir einfach 40 an. Vielleicht kommt ja jemand. So. Na, Automarkt wäre noch offen, ne? Aber die Karren da waren echt ein bisschen teuer diesmal. Also das muss man ja einfach mal sagen. Das war schon echt ein bisschen teuer. Ach, eines Tages haben wir eine richtige Hecke und so. Dann brauchen wir nicht mehr hier auf diesen Zaun schauen. Ne? Hi, wie sieht's aus, na? Hättest du Bock? Guck mal, der ist gar nicht mehr so schmutzig. Er denkt, 15.000. Moment mal. Nee. Na. Nee. 20. Ich nehme 20. 20 nehmen wir rein. Der Preis stört dich. 15. Nö. Tut mir leid. Machen wir nicht. Da habe ich ja 12,5 für bezahlt. Habe ich ja 12,5 für bezahlt, du. Jetzt machen wir hier keinen. Was bist du für ein Typ, du? Und geh mal heim, du. So. Kreis Cars, Leute. Das Car steht für Qualität. Wir verkaufen Autos. 5,5,5. Kreis Cars. Wir verkaufen Autos. 5,5,5. Ich gebe Gas. Wir verkaufen Autos, große und auch kleine. Kaufst du kein Auto bei mir, benutzt du deine Beine. Wenn du faul bist, dann kaufst du ein Auto nur bei mir. Ich rieche kaum nach Müll und nur ein bisschen auch nach Bier. Hallo, guten Tag. Sie haben einen wunderschönen Dingsbart. Mustache. Mr. Mustache. 16.000. 16.000. Komm, wir mal sagen... Wir sagen 16,5, haben wir ein bisschen Gewinn gemacht. Ne? Bei so einem Auto kann man wahrscheinlich nicht so viel Gewinn rausholen. Das ist nämlich... So, siehst du, er bedankt sich, er küsst mein Leben, alles ist cool. Leute, ich würde sagen, wir schließen das Büro, wir speichern an dieser Stelle und ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und vielleicht sogar den besten Tag eures Lebens. Ich bedanke mich für all den Support, Leute. Denkt dran, denkt an Steady, denkt ans Liken, denkt ans Supporten, bitte. Ich kann das noch nicht so gut, ich lerne das. Irgendwann werde ich das ganz souverän aussprechen, als wäre es nicht so schlimm, aber im Moment ist es für mich noch, ich bin noch in der Umstellungsphase. Eines Tages werden wir diese Videos hier sehen und darüber lachen und sagen, haha, guck mal, wie schüchtern er damals war. Na Leute, vielen Dank für die Unterstützung, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.